Szene und erkennt auch das krasse Missverhältnis zwischen Gangstershow und Geldverdienen. Rap-Studio-Produktionen verschlingen oft ein Vermögen. Eine aufwendige Musikvideoproduktion ist kaum unter 30.000 Euro zu haben. Was verdienen denn eigentlich so Gangster-Rapper wie Rama Khatar? Können die so ein Lebensstil, den sie in den Videos zur Schau stellen, können die den überhaupt finanzieren? Können die verkaufen ihre CDs? Ja. Nein. Nee. Die verkaufen doch keine Millionen von CDs. Wie viel wird denn so verkauft, ihre Einzelnen? Vielleicht, wenn es hochkommt, bei manchen vielleicht 10.000, wenn überhaupt, 5.000. Also, die haben keinen Absatz mehr, weil die Leute ziehen sich runter. Die Leute verkaufen keine CDs, absolut nicht. Wie können die denn aber so ein Leben führen mit so viel Autos, Frauen und überall Partys und so? Wie geht das? Schau ihre Videos an und sie zeigen es dir ja, oder? Das heißt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, so wie sie es präsentieren, wollen sie mir ja zeigen, dass sie so leben und so mit ihr Geld verdienen. Also. Nach dem Schulfest begleiten wir Big Mac noch ein Stück und hören hier von einem Gerücht. Ein früherer Sozialarbeiter des Jugendzentrums Brüserberg soll in einem von Khatars aufwendigen Musikvideos mitgewirkt haben. Geduldet vom Jugendamt. Der städtische Sozialarbeiter soll darin einen Richter gespielt haben. In einem Video, das pikanterweise ganz legal im Oberlandesgericht Köln gedreht wurde und das sogenannten Verrätern Blutrache und Selbstjustiz androht. Aussage 60 Seiten, denkst du, du kommst heil raus? Niemals. Ich komm freiwillig in den Knast, nur damit ich an dich rankomme und Blutrache verpasst. Warte ab, wenn ich deine Hand und deine Zunge krieg, deine Zunge für dein Wort. Auch Khatars früherer Anwalt soll mitgespielt haben, neben dem Sozialarbeiter als Richter. Um das Gerücht zu überprüfen, besuchen wir ein kirchliches Jugendzentrum in Alfter vor den Toren der Stadt. Bis hierhin reicht das Interviewverbot nicht, das das Jugendamt Bonn seinen Mitarbeitern in der Sache verpasst hat. Die Jugendzentrumsleitung hier fährt einen harten Kurs. Khatar-Anhänger vom nahegelegenen Brüserberg haben Hausverbot. Und über die Videomitwirkung eines Bonner Kollegen ist Sozialarbeiter Udo Brüsselbach infolge beruflicher Verbindung bestens informiert. Haben Sie auch davon gehört? Ja klar, haben auch gesehen. Haben Sie gesehen? Sogar? Ja, haben wir ja hier gesehen. Haben sich auch die Jungschen hier angeschaut. Ne? Ja. Und waren erstaunt, wie ich gesagt habe, das ist ein Kollege von mir. Nee. Ja, aber ich glaube, der hat auch ganz viel Ärger damit bekommen. Wie kann man sich das erklären? Ich weiß es nicht, welchen Hintergrund der hatte. Ne? Also ich würde es nicht tun, ne? Weil wir sind eigentlich der Meinung, oder auch viele meiner Kollegen auch der Meinung, man muss diesen Vorbildern wie Khatar, die ja schon Vorbilder sind für die Jugendlichen, entgegenwirken und nicht das Feld überlassen. Die Kunst sei es, sagt Brüsselbach, den richtigen Mittelweg zu finden. Hart, aber auch verständnisvoll zu handeln gegenüber Jugendlichen, die kaum Zukunftschancen haben und die in ihren eigenen, oft arbeitslosen Vätern keine Vorbilder mehr sehen. Ich denke schon, dass die Politik da eines tun muss, gerade bei den Migranten. Es muss besser Voraussetzungen geschaffen werden, damit die auch wirklich eine gleiche Chance haben. Die haben ja keine gleiche Chance. Wenn die schon auf der Hauptschule sind oder auf einer Förderschule sind, da wird das schon vermittelt. Aus dir wird es ja so nichts werden. Und dann geht es dann halt in die andere Richtung. Die sehen halt, boah, guck mal da, du kannst ein dickes Auto fahren, du kannst da Geld, da wird mit Geld rumhantiert, du kannst Frauen haben. Und das beeindruckt die dann schon. Ne? Also ich muss nicht unbedingt jetzt einen Schulabschluss haben. Dass die Jugendlichen sich aber auch anstrengen müssen, um Geld zu verdienen, sagt Brüsselbach, sei nur schwer zu vermitteln. Beim Mädchentreff am Brüserberg unter der Autobahn. Jetzt erst erzählen uns die Mädchen, warum sie nicht mehr ins Jugendzentrum gehen. Ein mit den Sozialarbeitern abgestimmter öffentlicher Tanzauftritt der Mädchen zu Khatars Musik hatte ein jähes Ende gefunden. After School Party, das war eine Party in Karnevalszeit. Und dann haben wir da aufgetreten und dann haben die uns mitten beim Tanzen die Musik ausgemacht. Wer war die? Die Frau vom Jugendamt. Die hat mir die Musik ausgemacht, weil sie gesagt hat, meine Musik wäre nicht passend. Und da waren über 300 Leute drin und da war unser Auftritt, der war hin. Ja, und dann waren wir total sauer. Was habt ihr da gemacht? Khatar persönlich war auch da. Ja. Und seine
Seine Leute waren halt auch da, aber wir haben ihm gesagt, ja, hör zu, wir treten auf. Und er ist halt ganz lieb gewesen und meinte, ja, wir kommen. Da fühlt man sich auch richtig verarscht. Zum Beispiel, wir hatten einen Tanz und da sollten wir so tun, als ob wir Waffen in den Haaren erhalten. Waffen? Ne? Ja, ja, Waffen. Mhm. So, das haben zwei Betreuer vom Jugendzentrum gesehen. Die haben uns bei den Proben zugeguckt. Mhm. Dann eine Stunde vorm Auftritt gucken sie sich das Ganze nochmal an und sagen, was ist das? Warum tanzt ihr so mit Waffen? Da draußen sind Kinder. Wir meinten doch, hallo, ihr habt das noch vor einer Woche, vorgestern, ihr habt das doch die ganze Zeit gesehen. Warum macht ihr auf einmal so? Mhm. Ja. Und dann, was soll man denn dann denken? Natürlich haben wir dann die Show durchgezogen. Ja, dann, weil die Angst haben, weil Jugendämter da waren. Nein, Quatsch, wir haben nicht mit Waffen getanzt. Wir haben so getan. Wir haben so getan, es war nur so. Die Musik war chick-chick, wir haben so gemacht. Das. Ja, das war's. Wir haben einfach so getan. Das ist doch klar, das ist Tanzen, das ist eine Showart. Mhm. Das ist doch nicht schlimm. Mhm. Wir verkörpern doch keine Gewalt oder sonst was. Ein für die Mädchen dramatisches Ereignis, das nachwirkt. Jugendzentrum und Jugendamt auf gegensätzlichem Kurs in Sachen Gangster-Rap. Mal dafür, mal dagegen. So kann Jugendarbeit auch nicht funktionieren. Ein Zeuge der Veranstaltung war Big Mac. Als man der Mädchengruppe den Stromstecker zog, habe jemand aus Ratars Clique der Frau vom Jugendamt ins Gesicht gespuckt. Es gab einen Tumult, es kam die Türsteher etc. Also ist man irgendwie von der Stadt richtig ins Gesicht gespuckt worden irgendwie so, weil die Person auf die Bühne gegangen ist und natürlich gesagt hat, ey, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die Musik, aber man hat davon nie was gehört, also es gibt kein offizielles Statement dazu. Wir wissen es alle, es gibt ein paar kleine Videos im YouTube dazu, erkennt man zwar auch nicht richtig, aber wir wissen es alle, was passiert ist. Macht sich da denn der Staat oder die Stadtverwaltung, das Jugendamt nicht lächerlich auch? Katar wurde eine krasse Aktion gebracht, hat irgendjemand ins Gesicht gespuckt oder irgendeiner seiner Leute war das und die Stadt reagiert nicht drauf. Ich meine, ich glaube, es ist auch eine Blamage. Was wollen sie machen? Wollen sie es anzeigen? Angst. Angst einfach. Ey, ich stehe... Ey, ich komm heute Nacht zu deiner Tür und steht vor dir und bring dich um und deine ganze Familie. Du nimm die Anzeige zurück, du Penner. Das ist das einfach. Einschüchterung. Immer mehr Geschichten über die Rolle des Jugendamtes reihen sich aneinander und weisen hin auf einen offensichtlich hilflosen Umgang der Stadt mit ihrem Gangster-Rapper. Nun öffnen sich plötzlich doch noch die Türen des Jugendamts. Guten Tag, kommen wir hier zum Leiter des Jugendamtes. Der Amtsleiter will sich zum Videoskandal und zum Stromentzug auf offener Bühne äußern. Ohne jetzt in die Details zu gehen, die Entscheidung war richtig. Es war eine Veranstaltung der Stadt, es war die alkoholfreie After-School-Party an Weiberfasnacht in Bonn. Und diese Veranstaltung war so, in dem Zelt war so nicht mit uns abgesprochen. Von daher war das eine richtige Entscheidung, ja. Die Mädchen sind da in diesen T-Shirts von Ratar aufgetreten. Ratar war wohl selber auch da, stimmt das? Das stimmt. Und es trifft es auch zu, dass Ratar dann... tätlich geworden ist oder ihre Mitarbeiterin bespuckt hat? Dazu möchte ich nichts ausführen. Nun hat ausgerechnet einer ihrer Mitarbeiter an einem Video mitgewirkt von Ratar, das heißt Paragraph 31, und hat da den Richter gespielt. Wann haben Sie überhaupt davon erfahren? Ich glaube etwa ein Jahr später. Wie haben Sie reagiert? Ich habe den Mitarbeiter dafür gerügt. Was haben Sie gedacht, als das Ihnen zu Ohren kam? Ja, was ich denke, ist das eine. Was ich tue, das ist das andere. Was ich getan habe, habe ich gerade gesagt. Ja, aber für was steht denn dieser Vorfall? Ist das sozusagen nur eine zufällige Entgleisung oder steckt da vielleicht auch was Grundsätzliches hinter? Vielleicht, dass man nicht so richtig weiß, wie soll man mit solchen Phänomenen umgehen? Nein, ich würde das nicht überinterpretieren. Das ist eine zufällige Fehlleistung, so würde ich sowas klassifizieren, eines Mitarbeiters. Aber hat keinerlei systematischen Hintergrund. Würde dieser Mitarbeiter sich dann auch von uns dazu befragen lassen, warum er das gemacht hat? Dazu bin ich jetzt hier. Also, er soll nichts sagen, aber... Trotzdem suchen wir nach dem Sozialarbeiter, der die Richterrolle im Ratar-Video spielte. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen der Gewaltandrohungen. In einem anderen Stadtteil von Bonn. Hierher, in ein Jugendzentrum, wurde der Sozialarbeiter vom Brüserberg versetzt. Er ist weiter in der Jugendarbeit tätig. Sind Sie vom Jugendzentrum? Guten Tag. Wir suchen einen... Nee, also ich hätte keine Auswahl. Bitte? Ich sage nicht das ruhig. Ich weiß, warum Sie sagen. Aber Sie sind...